gibt einen ganz bestimmten Grund, warum du einen Geschirrspültab in deine Toilette werfen solltest. In diesem Video verrate ich dir, welcher das ist und wie es genau funktioniert. Dafür brauchst du einen Geschirrspültab. Und du solltest Wasser in einem Wasserkocher auf ca. 60 Grad Celsius erhitzen. Schnapp dir dann den Geschirrspültab und geh damit zur Toilette. Zuerst kippst du jetzt das heiße Wasser in die Toilette. Am besten mitten in das Wasser und nicht direkt auf das Porzellan. Wenn du es jetzt komplett hereingekippt hast, schnappst du dir den Geschirrspültab und wirfst ihn hinterher. Jetzt heißt es warten, denn der Geschirrspültab wird sich jetzt hier in der Toilette auflösen. Du solltest ihn für mindestens 2 Stunden in der Toilette lassen, im besten Fall sogar komplett über Nacht. Welche genialen Vorteile das hat, werde ich dir gleich erklären. Wenn der Geschirrspültab sich jetzt komplett aufgelöst hat, dann schnappst du dir deine Klobürste und wischst das gesamte Klo nochmal damit durch. Mit diesem genialen Trick bekommst du besonders Urinstein oder auch härtere Ablagerungen aus der Toilette wieder entfernt. Zum Schluss nochmal durchspülen und die Toilette ist wieder blitzeblank. Möchtest du jetzt noch wissen, warum du immer eine Zeitung in deinen Mülleimer legen solltest, dann schau dir unbedingt das Video an, welches ich dir an dieser Stelle verlinke. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich ebenfalls wirklich sehr freuen.